Danilo Cristilli erlebt bei Reality Shore eine schlimme Zeit. Der Bo wird 2019 durch seine Love Island-Teilnahme einem breiteren Publikum bekannt. Danach zieht der Frauenschwarm mehrere TV-Drehs an Land. Er ergattert sogar eine Rolle bei Köln 50667. Im Sommer 2021 hängt er den Job aber an den Nagel und zieht sich zurück. Der Grund? Danilo geht es gesundheitlich nicht gut. Einige Monate später folgt dann aber sein TV-Comeback. Danilo rückt neben Reality-TV-Sternchen wie Gina Alicia und Yassin Mohammed bei Reality Shore nach. Die Dreharbeiten sind für Danilo aber kein Highlight. Im Gegenteil. Schon vorher ist er skeptisch, entscheidet sich aber unter anderem wegen des Geldes und des Fames doch dafür. Ich habe einfach einen Riesenschock bekommen. Nicht wegen den Menschen, natürlich versteht man sich mit dem einen gut, mit dem anderen weniger gut, aber einfach dieses Ambiente, ich bin dort rein, dieses Haus, diese Villa sah aus, alles lag rum, Flaschen irgendwo, nicht aufgeräumt, Essensreste, Dings, wie heißt das, Geschirrspüler bis oben hin voll mit Teller. Im ersten Moment wird Danilos Fluchtinstinkt ausgelöst. Er will sofort nach Hause. Dann entschließt er sich aber dazu, das Beste aus der Situation zu machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dich hier in die Ecke, schiebst Debris, ja, machst eine schlechte Laune und bekommst keine Aufmerksamkeit, ganz klar. Oder komm, gib dir einen Ruck oder wie man sagt. Danilo genehmigt sich den ein oder anderen Drink und zieht mit den anderen mit. Zwischen ihm und Gina Alicia kommt es sogar zum Sex. Dem Hottie ist nämlich klar, für Sendezeit muss er abliefern. Mit der einen habe ich mich sehr gut verstanden. Ich so, komm, warum nicht, nimm's mit. Aber tief in mir drin im Bauch war immer so, ich halte es hier nicht aus, es ist so schlimm. Bin wieder voll gegen die Wand gefahren, einfach mental, weil ich gegen meine eigentliche Art und Weise angegangen bin, weil ich gedacht habe, komm, fuck off. So nach dem Motto, für Fame scheißegal, aber tief in mir hat einfach irgendwas geweint. Nach den Dreharbeiten kommt er deshalb gar nicht klar. Das ist aber nicht der einzige TV-Dreh, der für Danilo eine Herausforderung darstellt. Auch bei seinem Köln 50667-Casting geht es direkt zur Sache. Danilo muss direkt am ersten Tag einen Dreier spielen. Ich hatte gleich eine Dreiergeschichte mit zwei Frauen auf einmal, zwei Beziehungen. Musste an diesem Castingtag musste ich sogar einen Dreier spielen. Also es war sehr krass. Danilo, wir spielen heute 6, 7 Szenen durch. In der ersten Szene verwirrst du die einen, in der zweiten verwirrst du die. Hier hast du so einen groben Text. In der dritten Szene machst du mit beiden quasi so rum, gehst mit beiden ins Bett und spielst so einen Dreier. Zwar hat Danilo Dating-Shows vorerst abgeschworen. Auf weitere Schauspieljobs hätte der Tattoo-Liebhaber aber definitiv Lust. Es bleibt also spannend, wo Fans Danilo noch sehen. Es bleibt nur zu hoffen, dass er sich in zukünftigen TV-Formaten wohler fühlt.